Heute bei Ghost Hunters International. Josh Gates von Destination Truth begleitet das Team. Ich freue mich, mit den Ghost Hunters zu arbeiten. Gemeinsam ermitteln sie auf der Burg Frankenstein. Frankenstein ist der Blutsbruder des Teufels. Beruht der Horrorklassiker etwa auf wahren Begebenheiten? Bist du der Frankenstein, der hier rumgeistert? Ist hier jemand bei uns? Da war ein Stöhnen. Hast du das auch gesehen? Was werden sie in Dr. Frankensteins Labor finden? Verdammt! Ich hatte ein Nahtoderlebnis dank Andys Camcorder. Werden die Ghost Hunters Tote auferwecken? Irgendwas ist hier gerade lang gegangen. Hey Leute, ich habe hier Josh Gates von Destination Truth. Wir haben Josh eingeladen, mit uns zu ermitteln. Er ist Kryptozoologe, das heißt, er sucht nach angeblich ausgestorbenen Tierarten. Seine Methoden, Mythen zu widerlegen, könnten hilfreich für uns sein. Let's go. My name is Josh Gates, I am the host. Ich bin Josh Gates. Ich präsentiere die Sendung Destination Truth. Das ist eine Abenteuerserie, die mich rund um den Globus auf der Suche nach seltenen oder mystischen Tierarten begleitet. Ich hatte einen Riesenspaß, als ich die Ghost Hunters Halloween Show moderiert habe. Als sie gefragt haben, ob ich mit ihnen auf Burg Frankenstein ermitteln will, habe ich keine Sekunde gezögert. Cool, dass du mitkommst, Josh. Wir sind gespannt, was du von unserer Arbeit hältst. Bei Destination Truth geht es nicht um Übernatürliches. Die Zuschauer wollen all die seltenen und gefährlichen Tiere sehen und hoffen, dass mir eins die Hand abbeißt. Ich will euch einfach bei der Arbeit beobachten und sehen, wie ihr eure Ermittlungen durchführt. Dann erzähl mal, Donna. Frankenstein. Die Burg Frankenstein. Sie liegt in der Nähe von Darmstadt. Ihr kennt vielleicht den Roman Frankenstein von Mary Shelley. In dem Buch war Frankenstein ein besessener Wissenschaftler. Er stellte aus Körperteilen einen lebenden Menschen her, der dann aber zum Monster wurde. Mary Shelley ließ sich angeblich von einer Person inspirieren, die es tatsächlich gab. Um 1600 lebte ein Alchemist namens Konrad Dippel von Frankenstein. Er wurde auf der Burg geboren. Ein Alchemist war jemand, der in Naturphilosophie, Chemie und Medizin besonders bewandert war. Alchemisten verfolgen über Generationen bestimmte Ziele, zum Beispiel Blei in Gold zu verwandeln oder ein Lebenselixier herzustellen. Er hat angeblich Leichen ausgegraben, um aus ihnen ein Lebenselixier herzustellen. Das sollte ihm nach seinen Berechnungen erlauben, 135 Jahre alt zu werden. Hat das geklappt? Nein, er hat das Zeug getrunken und ist gestorben, dort im Schloss. Dumm gelaufen. Würde ich auch sagen. Im Schloss spuken angeblich sein Geist und die von den Leuten, die er ausgegraben hat. Okay, wir sind gleich da. Dann wollen wir mal sehen, was auf der Burg so los ist. This looks incredible. Unglaublich. Oh, wow. Wow. That's awesome. Wow. Das wird bestimmt cool. Josh, willst du mit auf die Tour kommen? Klar. Und ihr baut alles auf? Okay. Hello, gentlemen. Hallo, Gentlemen. Willkommen auf der Burg Frankenstein. Schön, Sie kennenzulernen. Ich freue mich, dass das Ermittlerteam hier ist. Es gibt viele seltsame Geschichten rund um die Burg und ich will wissen, was es damit auf sich hat. Erzählen Sie uns was über die Geschichte der Burg. Hier lebte ein Mann namens Arbogast von Frankenstein. Er wurde 948 geboren. Das Geschlecht der Frankensteins ist im Jahr 1602 ausgestorben. Wurde die Burg anschließend zur Ruine? Nein, erst im 19. Jahrhundert. Johann Konrad Dippel von Frankenstein war ein Grabräuber. Er hat hier viele Experimente durchgeführt. Er hat den Leichen die Arme und Beine abgeschnitten. Der Pfarrer sagte, Frankenstein sei ein Blutsbruder des Teufels. Viele wollen seinen Geist auf dem Dach der Kapelle gesehen haben. Es ist schön hier. Geben Sie uns eine Tour? Wir fangen gleich bei der Kapelle an.
Diesen Raum hat man seit dem Mittelalter weitgehend unverändert gelassen. Die Skulptur dort zeigt den letzten Ritter Frankenstein. Im Alter von 20 Jahren ritt er in einem Pferdegespann zu seiner Geliebten. Er fuhr zu schnell, wurde aus dem Sitz geschleudert und brach sich das Genick. Angeblich hat man seine Stimme gehört. Er beklagt sich, dass er so jung gestorben ist und seine Geliebte zurücklassen musste. Man hat hier also seinen Geist gesehen. Viele Besucher haben hier das Gefühl, es sei noch jemand anwesend. Es kursieren viele Geistergeschichten um die Kapelle. Einer der Geister ist angeblich Frankenstein. Die Geister in diesem Bereich wollen nicht, dass die Ruhe der Burg gestört wird. Wer sie dennoch stört, wird von da oben mit Steinen beworfen. Ghosts, Spirits. In diesem Turm gibt es Geister und Stimmen. Man hat immer das Gefühl, als ob einem Ameisen im Körper herumkrabbeln. As if ants come to your body. Okay. Wo geht es jetzt hin? Hier befand sich Frankensteins geheimes Labor. Er führte hier seine Experimente an menschlichen Körpern durch. In diesem Turm fühlte er sich sicher. Die Burgbesitzer sagen, dass hier der Geist Annemaries erscheint. Sie lässt sich hier nieder. Sie ist nackt, jung, hübsch und knackig und sie weint. Und sie hofft und betet, dass ihr Geliebter kommt und hier oben mit ihr zusammentrifft. Wenn es hier ein nacktes Mädchen gibt, werde ich sie finden. Es gibt hier eine Menge zu tun. Sie haben uns interessante Geschichten erzählt. Danke, dass Sie hier sind. Ich persönlich glaube an Geister. Sie werden schon in der Bibel erwähnt. Ich will beweisen, dass es auf dieser Burg freundliche Geister gibt. Kann ich helfen? Ich zeige dir das DVR-System. Ich versuche immer so viele Räume wie möglich abzudecken. Wir checken die Position der Kamera. Der hat echt eine fiese Rüstung an. Hey Leute, wie läuft's? Wir haben Kameras in der Kapelle, die sind auf die Statue gerichtet. Wir müssen viel mit Geräten am Mann rumlaufen. Barry, würdest du mit Josh auf den Turm gehen und ihm zeigen, wie wir EVP-Aufnahmen machen? Ja, hört sich gut an. Dann kann's losgehen. Dies ist der Turm, in dem die legendäre Annemarie Lichter für ihren Geliebten angezündet hat, um ihm zu signalisieren, dass er raufkommen kann. Und Walter geht davon aus, dass sie nackt ist. Also benutzt ihr bei EVPs einen digitalen Audiorekorder und ein Mikro? Ja, und den Ultraschallrekorder. Es gibt Leute, die glauben, dass Geister in Ultraschallfrequenzen kommunizieren. Mit dem Ultraschallrekorder können wir diese Frequenzen aufnehmen und dann hörbar abspielen. 1, 2, 3. Annemarie, ich bin Donna. Wartest du noch darauf, dass dein Geliebter zu dir hochkommt? Die EVP-Aufnahmen, die wir bei Destination Truth machen, sind ganz anders als die bei den Ghost Hunters. Wir lassen die Geräte einfach laufen und sprechen nicht selber während der Aufnahmen. Wir können dich jetzt nicht hören, aber wir hoffen, dass wir dich später beim Abspielen hören können. Ich glaube, das ist ein fundamentales Problem, das viele beschäftigt. Warum können wir die Antworten auf die Fragen nicht hören? Warum müssen wir sie erst durch diese digitale Aufbereitung schicken? Und gibt es diese Antworten wirklich? Hier mit ein paar Leuten zusammen zu sein, die diesen Fragen nachgehen, ist eine tolle Erfahrung. Möchtest du frei sein? Bist du an diesen Raum gebunden? Donna bringt eine feminine Komponente mit ein. Sie hat eine sehr einfühlsame Art. Gib uns ein Zeichen deiner Anwesenheit. Bitte sprich mit uns. Bist du der Frankenstein, der hier herumgeistert? Bist du der Alchemist? Barry hat dagegen diese Gründlichkeit und Ernsthaftigkeit. Es ist interessant, diese verschiedenen Methoden zu vergleichen. Ist es wahr, dass du dich versehentlich selbst umgebracht hast? Könntest du bitte ein lautes Geräusch machen? Josh, jetzt weißt du ja, wie es geht. Willst du selbst ein paar Fragen stellen? Okay, ich versuch's mal. Ist jemand mit uns in diesem Raum? Könntest du ein Geräusch machen oder ein anderes Zeichen deiner Anwesenheit geben?
Sie haben mich ermuntert, selber Fragen zu stellen. Das war schon seltsam, weil ich eigentlich nicht erwarte, dass nachher was auf dem Band ist. Aber jetzt bin ich schon gespannt. Wenn du in diesem Raum bist, mach dich bitte bemerkbar. Okay. Ich glaube, das reicht. Gut, Josh. Okay, wir machen hier Schluss. Es geht hier vor allem um die Stimmen, die man im Inneren der Kapelle hört. Es gibt einen Luftschacht, der oberhalb der Decke in der gesamten Kapelle entlangläuft. Würdest du da reingehen? Du wartest 30 Sekunden und Andy und ich unterhalten uns hier draußen. Josh, kannst du uns hören? Josh, wenn du uns jetzt hörst, dann komm wieder raus. Josh, bist du da? Ich höre was, ganz leise. Ich habe was gehört, aber ganz leise. Das würde man nicht für ein Geräusch halten, das von drinnen kommt. Okay, gute Arbeit, Andy. Und ich? War ich auch gut? Ja, warst du. Du hast doch nur gestanden und gelauscht. Ja, und zwar sehr gut. Donna und Shannon auf Burg Frankenstein. EVP-Aufnahmen in der Kapelle. Wenn sich jemand mit uns in der Kapelle befindet, könnte sie oder er uns bitte ein Zeichen geben? Bist du es, den die Statue zeigt? Wir haben gehört, dass du hier in der Gegend gestorben bist. Könntest du bitte mit uns sprechen? Bist du neugierig, wer wir sind? Du kannst mit uns reden, das ist okay. Könntest du vielleicht an einer der Bänke rütteln oder an die Wand klopfen? Warum bist du auf der Burg Frankenstein? Bist du der Alchemist? Es ist okay, wir wollen dir nichts tun. Kennst du den Mann, der auf dem Dach rumgeht? Da war ein Stöhnen. Shannon und ich haben in der Kapelle EVP-Aufnahmen gemacht. Es gibt Geschichten über Geister in der Kapelle. Drei im Inneren und eine auf dem Dach. Wir haben gehört, dass Geister in dieser Kapelle wohnen. Warum bist du auf der Burg Frankenstein? Da war ein Stöhnen. Das war ich. Ich dachte, du wärst aufgestanden. Echt? Ja, ich habe einen Schatten gesehen. Ich habe mich gewundert, dass ich nichts gehört habe. Ich weiß, du sitzt da nur. Ich mache überhaupt nichts. Auf einmal habe ich hinter mir was gesehen. Ich dachte, Shannon wäre aufgestanden. Und ich habe mich gewundert, weil die Bank normalerweise ein Geräusch gemacht hätte, wenn sie aufgestanden wäre. Da ist irgendwas in der Kapelle. Aber ich weiß nicht was, ich kann es nicht erklären. Andy und ich sind zur Kapelle gekommen, weil Donna hier ein besonderes Erlebnis hatte. Sie hat einen Schatten gesehen. Wir wollen nochmal eine EVP-Aufnahme machen. Die Geschichte mit dem Geist auf dem Dach finde ich auch ziemlich interessant. Eine andere Legende, die wir noch untersuchen wollen, ist die, dass die Statue nachts angeblich manchmal spricht. EVP-Aufnahme in der Kapelle, Rob und Andy. Wir haben gehört, dass hier jemand ist, der manchmal mit Besuchern spricht. Könntest du jetzt mit uns sprechen? Wer wohnt noch immer in diesen Mauern? Am Fenster ist es kurz dunkel geworden. Das habe ich auch gesehen. Andy und ich haben beide festgestellt, dass das Fenster kurz dunkel geworden war. Wie hoch ist das Fenster? Wir wollten das sofort untersuchen. Wir haben also die EVP-Aufnahmen abgebrochen und haben draußen nachgeforscht. Du hast es auch gesehen? Ja. Wir waren ziemlich überrascht, dass es kurz vor dem Fenster knapp 10 Meter runterging.
Das ist das Fenster da oben, ganz schön hoch. Seltsam. Wir haben also einen Schatten vor dem Kapellenfenster in 10 Meter Höhe. Das ist der Turm. Und hier sollen Leute, die drunter durchgehen, mit Steinen beworfen werden. Aber nur die bösen Leute. Nur die bösen, ja. Leute, die den Geist stören. Was haben wir denn hier? Hört sich nach fallenden Steinen an. Wenn die von weiter oben fallen, klingt es noch gefährlicher. Andy, lass den Turm lieber stehen. Na gut. Hier sind Josh, Rob und Andy. EVP-Aufnahmen am Teufelsturm. Wenn hier jemand ist, der Steine auf unschuldige Passanten wirft, kann er gerne weitermachen. Uns stört das nicht. Nur Josh vielleicht. Wenn du mich hören kannst, wirf bitte einen Stein in Andys Gesicht. Ist das hier Sci-Fi oder Comedy Central? Es heißt, die Steine fliegen nur auf den, der die Geister stört. Meine Comedy stört aber so ziemlich jeden. Andy, wie stehen die Chancen? Schaffst du es da hoch? Frage ich mich auch gerade. Meinte er nicht, wir sollen da nicht hoch, weil es gefährlich ist? Ja, weil alles schnell abbröckelt. Aber Andy wiegt nur 20 Kilo. Wir sollten also einfach eine Leiter auftreiben. Nur damit ich das klar kriege, hast du gerade dieses Rohr von der Burg abgerissen? Das ist Andy, der macht sowas. Perfekt. Ich sehe hier überhaupt kein Sicherheitsrisiko. Gut, dann gucke ich mir das mal an hier. Ich bin Stockwerk für Stockwerk durchgegangen. Mir fiel sofort das lose Mauerwerk auf, das überall auf den Balkonen rumlag. Zum Teil auch ganz am Rand. Hey Rob. Jungs, hört mal einen Moment zu. Hier ist alles mit Putz und Mauerwerk übersät, überall wo ich hintrete. Wenn also jemand die Tür zuknallt, fällt was runter. Windig ist es hier oben auch. Das war meine Kamera. So dicht an meinem Kopf vorbei. Ich bin an den entlegensten Orten der Welt gewesen. Aber jetzt hatte ich mein erstes Nahtoderlebnis, dank Andys Camcorder. War das jetzt alles oder kommt noch was? Keine Sorge. Hast du noch mehr da oben? Eine Mikrowelle? Haltet ihr auch fest? Ja. Saubere Arbeit, Andy. Shannon und ich waren vorhin schon hier und haben EVPs gemacht. Wir haben in der ersten Reihe gesessen und ich könnte schwören, dass eine große, dunkle Gestalt aufstand. Ich dachte erst, Shannon steht auf. Barry kam auf die Idee, die Kerzen anzuzünden und für das richtige Ambiente zu sorgen. Hier sind Donna, Barry und Josh in der Kapelle. Könntest du uns deinen Namen sagen? Kannst du uns sehen? Kannst du uns hören? Bist du ärgerlich, weil wir hier sind? Findest du das respektlos? Wenn jemand hier ist, gib uns bitte ein Zeichen deiner Anwesenheit. In der Ecke, wo die Kerzen brennen, habe ich ein Glitzern gesehen. Barry dachte, der Lichtblitz wäre vielleicht ein Geist, der sich zeigen will, und blies die Kerzen aus, damit er besser fotografieren konnte. Ich hab's für dich dunkel gemacht. Als die Kerzen aus waren, wurde es stockdunkel. Man konnte nicht das Geringste sehen. Ich spürte ein Gefühl der Schwere. Wir haben das Gefühl, dass wir unerwünscht sind, wenn das stimmt. Barry, wo bist du? Ich bin hier. Okay, wo? Hier, ich schaue in deine Richtung. Ich dachte, du wärst hinter mir. Irgendwas ist hier lang gegangen. Josh,
Josh, Barry und ich haben in der Kapelle EVPs aufgenommen. Barry dachte, der Lichtblitz wäre vielleicht ein Geist, der sich zeigen will, und blies die Kerzen aus, damit er besser fotografieren konnte. Die Kerzen waren aus und die Atmosphäre wurde bedrückend. Wir haben das Gefühl, dass wir unerwünscht sind, wenn das stimmt. Barry, wo bist du? Ich bin hier. Okay, wo? Hier, ich schaue in deine Richtung. Ich dachte, du wärst hinter mir. Irgendetwas ist hier lang gegangen. Es fühlte sich an, als wäre Barry in der Reihe hinter mir. Deshalb habe ich sofort gefragt, bist du das, Barry? Aber seine Antwort kam ganz vom anderen Ende. Da wusste ich gleich, dass er das nicht war. Es war eine dunkle, massive Gestalt hinter mir. Ich hatte wahnsinnige Angst. Donna hatte etwas erlebt. Sie war sehr nervös und ich auch. Willst du, dass wir gehen? Bist du ein Mitglied dieser Kirche? Oder was bist du? Ist jemand hier, der mit uns sprechen will? Josh war großartig. Er wusste, wann er sich zurückhalten und wann er sich beteiligen musste. Ist jemand anwesend? Das war außergewöhnlich. Okay, machen wir Schluss, Donna. Gut. Das war toll. Mal haben wir nur unsere Sinne benutzt, mal technische Geräte. Ich habe einen guten Eindruck bekommen, wie diese Gruppe arbeitet. Anne-Marie, wartest du immer noch, dass dein Geliebter zurückkommt? Wir strecken auch Konrad Dippel von Frankenstein die Hand entgegen. Möchtest du uns etwas mitteilen? Wir würden gerne mit dir reden. Willst du auch mit uns reden? Ist jemand auf diesem Gelände begraben? Bist du freiwillig noch hier? Bist du auf dieser Burg gestorben? Ich bin jetzt zum dritten Mal in dieser Nacht hier. Du kennst mich mittlerweile, wer auch immer du bist. Donna hatte ein paar Stunden zuvor ein Erlebnis gehabt. Wir wollten noch einmal alle gemeinsam versuchen, den Geist dazu zu bringen, sich zu zeigen. Welche Botschaft möchtest du an die Welt der Lebenden richten? Komm und zeig den anderen, was ich vorhin erlebt habe. Mit den Lichterscheinungen in den Kameras ist es wie mit Orbs. Wenn das Licht ein Staubpartikel in einem bestimmten Winkel trifft, hält man es für was Außergewöhnliches. Hast du das gehört? Ja. Ist hier draußen jemand? Wer war das? Hier ist niemand. Wir haben beide gehört, wie die Türklinke gedrückt wurde. Wir waren uns sicher, dass gleich jemand reinkommen würde. Wir haben da draußen niemanden gefunden. Könnte jeder im Team kurz sagen, wo er gerade ist? Wir haben über Funk alle nach ihrer Position gefragt. Niemand war in unserer Nähe. Wir haben an der Tür alles Mögliche versucht, um das Geräusch nachzumachen. Nein. Nein, es war einfach nur so. Genau, das haben wir gehört. Es hat uns geantwortet. Das war wirklich der absolute Wahnsinn. Jetzt kann jemand bestätigen, was ich vorhin erlebt habe. Darüber bin ich echt froh. Jetzt müssen wir die Aufnahmen aus dem Zeitraum noch mal ganz genau untersuchen. Vielleicht ist ja was drauf. Brian und ich sind zu der Stelle gegangen, wo Frankenstein mit Nitroglycerin experimentiert hat. Er hat angeblich mit Nitroglycerin rumgespielt und sich vom Turm gepustet. Aber er ist in die Bäume gefallen und hat sich gar nicht so schwer verletzt. Der hatte verdammtes Glück. Aber dann hatte er sich vergiftet. Wahre Dummheit setzt sich am Ende durch. So, hier sind wir. Ich würde gern EVPs machen. Immerhin hatte er Leichen da drin. Klar. Ich stelle nicht so gern ausführliche Fragen. Nur einfache Ja- oder Nein-Fragen. Ein Geist hat nicht genug Energie zum Rumschwafeln. Alles klar? Ja. Möchte hier jemand mit uns reden?
Brian hat einen ziemlich einzigartigen Stil als Geisterjäger. Komm her, du Sack. Er würde sich bei einem Geist nie einschleimen. Pass auf, hier sitzt einer. Er stellt keine höflichen Fragen. Komm raus, Schwachkopf. Er geht mit Volldampf drauf los. Ich warte. Seine direkte Art gefällt mir. Wenn ich sowas mache, fühle ich mich schon wie ein Arsch. Aber es kommt darauf an, mit was für einem Geist man es zu tun hat. Wenn es eine Lady ist, die mit 90 gestorben ist, würde ich das nicht machen. Die würde nur wegrennen. Klar, mit älteren Mitmenschen spricht man nicht so. Ob sie lebendig sind oder tot. Ich wollte noch fragen, ob es bis in die Geisterwelt durchgedrungen ist, wie ich Barry gestern beim Dart fertig gemacht habe. Okay, guys, let's call it a night. Die Session mit Brian war ein absolutes Highlight. Los, gehen wir. Das war doch eine coole Ermittlung. Auf jeden Fall. In allen Kulturen der Welt spielt die Kommunikation zwischen Diesseits und Jenseits eine Rolle. Und hier gibt es eine Gruppe, die sagt, wir untersuchen diese Verbindung wissenschaftlich und versuchen mehr über diese Welt, die wir nicht sehen und nicht verstehen, herauszufinden und mit dieser Welt in Kontakt zu treten. Das finde ich großartig. Ich fand es toll, dass Josh heute bei uns war. Zum einen ist es natürlich immer schön, so einen intelligenten, witzigen und bodenständigen Menschen dabei zu haben. Und zum anderen haben wir viel voneinander gelernt und uns über unsere Methoden ausgetauscht. Ich hoffe wirklich, dass wir in Zukunft öfter mit ihm zusammenarbeiten. Auf Frankensteins Burg begegnen einem natürlich lauter Geheimnisse und Geschichten. Diese Ermittlung war ein großer Erfolg. Josh arbeitet sehr professionell und man kann viel von ihm lernen. Es war großes Glück, dass wir ihn dabei hatten. Es war toll, diese coole Gruppe bei ihrer Arbeit zu beobachten und sogar meinen Teil dazu beizutragen. Ich hatte eine Menge Spaß. Walter, wie geht's Ihnen? Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Zeit auf der Burg Frankenstein. Es war eine lange Nacht, aber auch eine tolle Ermittlung. Wir müssen jetzt eine Menge Daten analysieren. Wenn wir damit durch sind, kommen wir wieder und zeigen Ihnen die Ergebnisse. Ihre Arbeit ist sehr wichtig für uns. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Thank you. It's a nice time. Das Team hat viel Zeit und Arbeit investiert. Ich hoffe, dass sie mir ein paar Dinge präsentieren, von denen ich bisher noch nicht mal geträumt habe. Wir besuchen die Kälterei Possmann. Wenn wir in all diese verschiedenen Länder fahren, wollen wir natürlich auch was von der Kultur mitkriegen. Das ist für uns eine gute Gelegenheit, auch mal abzuschalten und was Neues kennenzulernen. Das wirkt vielleicht etwas zusammenhanglos, wenn wir mitten in einer Ermittlung auf einmal eine Kälterei besuchen. Aber das ist es eigentlich nicht. Es ist wahnsinnig wichtig, sich dort, wo man arbeitet, auch mit den Menschen und der Kultur zu beschäftigen. Und Wein umsonst ist auch nie verkehrt. Boah, sind die groß. Ja, diese Tanks sind so groß wie U-Boote. Herr Possmann hat sie nach dem Zweiten Weltkrieg erworben. Jeder Tank fasst 450.000 Liter Apfelwein. U-Boote für Wein findet man nur bei uns. Ja, wenn ich das noch woanders sehe, wäre ich schwer beeindruckt. Okay, gehen wir weiter. Martins Führung war super. Er hat uns den gesamten Prozess erklärt, wie der Apfelwein hergestellt wird und wie er in diesen uralten Fässern reift. Donna, was machst du da? Wenn du daran ziehst, läuft das ganze Fass leer. Ich würde das lieber lassen. Wir haben eine Menge gelernt. Er hat uns auch das Etikettieren der Flaschen gezeigt. Ich krieg mächtig Durst, wenn ich das alles sehe. Ich glaube, ich komme hier nicht nüchtern raus. Und zum Schluss durften wir den Wein natürlich auch probieren. Ein rundum gelungener Ausflug. Martin, ich möchte einen Toast aussprechen. Wir möchten uns bei Ihnen bedanken, dass Sie uns Ihre Kälterei gezeigt haben. Die Anlage ist wunderschön, die Landschaft hier ist herrlich. Und wir freuen uns schon auf den Wein. Danke nochmal für alles. Cheers, Martin. Thank you. Lecker. I'm a huge fan of hard cider. Eins habe ich heute gelernt. Putz dir nie die Zähne, bevor du Apfelwein trinkst. Barry, trink gleich zwei auf einmal. Lass dich nicht aufhalten, Barry. Martin, vielen Dank. Wir müssen wieder an die Arbeit. Danke, dass Sie hier waren. Wer fährt? Sicher nicht Barry.
Danke, Martin. Gut, dass du die Legende über die Iren widerlegt hast. So we finished the tour. Die Tour ist vorbei. Wir haben leckeren Apfelwein getrunken, eine tolle Kälterei gesehen und einen echt netten Gastgeber gehabt. Wir hatten hier eine Menge Spaß. And we had a great time. Hey. Hey, what's up, man? So guys, gut, Burg Frankenstein. Andy und ich haben einen Schatten an diesem Fenster vorbeihuschen sehen, an dem eigentlich nichts vorbeihuschen dürfte. Vor dem Fenster geht es nämlich 10 Meter runter. Komische Sache. Shannon und Donna, was war bei euch? Das ist echt seltsam, denn es ist im selben Gebäude passiert, in der Kapelle. Shannon und ich wollten EVPs aufnehmen. Shannon saß am einen Ende der Bank und ich am anderen. Auf einmal hatte ich das Gefühl, dass sie aufsteht, denn ich habe eine große schwarze Gestalt wahrgenommen. Aber sie hat gesagt, sie würde ganz normal da sitzen. Dann beim zweiten Mal saßen Barry, Josh und ich in der ersten Reihe. Ich habe wieder hinter mir eine schwarze Masse gesehen und habe mich tierisch erschrocken. Ich dachte, es war Barry, aber ich habe auch sofort bemerkt, dass ich keine Geräusche gehört habe. Kein Knarren der Bank oder sowas. Also jede Menge Erlebnisse. Aber haben wir auch was aufgenommen? Was ist mit den Kameras in der Kapelle? Leider haben wir viel Kondenswasser auf der Linse. Draußen hat es gefroren. Das ist blöd. Und EVPs? Da haben wir mehr, als ich gedacht habe. Barry? Dieses erste EVP habe ich mit Donna und Josh in der Kapelle aufgenommen. Hier habe ich die Tür aufgemacht. Achtet auf diesen Ausschlag. Ja, da ist irgendwas. Also Englisch war das nicht. Lass Josh das mal hören. Sure. Klar. Eine menschliche Stimme, aber auf keinen Fall Englisch. Das nächste ist oben im Turm. Shannon, du und ich. Hör dir das mal an. So have a listen. Da war ein Flüstern. If it is a voice, klingt nicht sehr glücklich. Donna, hör mal. Donna, take a listen. Ein männliches Flüstern. Das nächste ist ein bisschen anders. Das ist mit Ultraschall. Du hast was mit Ultraschall? Ja, ich hab's mit Ultraschall in der Kapelle aufgenommen. Kein Wind, keine Schritte, keine Stimmen, nichts dergleichen. Das Mikro war an die Decke gerichtet. Was immer da war, es war über Donna und Josh. Hörst dir an, es ist gewöhnungsbedürftig. Keine Ahnung, was das ist. Ich hab's mit Ultraschall in der Kapelle aufgenommen. Keine Ahnung, was das ist. Mal hören. Wie was Digitales. Wie eine akustische Vibration. Weil die Aufnahme von einem experimentellen Gerät stammt und das Geräusch nicht zu identifizieren war, wollten wir es Walter lieber nicht vorspielen. Sonst noch was? Wir haben das Öffnen der Tür, als Andy und Donna in der Kapelle waren. Nicht schlecht, oder? Es ist hier drauf, ich spiel's ab. Da war's. Oh mein Gott. Ihr schaut euch um und steht auf. Wie Donna zur Tür rennt. Ich freue mich, dass das auf Video belegt ist. So was zu erleben und dann den Beweis zu haben, das ist das Beste, was einem passieren kann. Josh, du hast jeden Moment dieser Ermittlung miterlebt. Andy und ich würden uns freuen, wenn du zur Nachbesprechung mitkommst. Klar, gern. Ihr zwei habt zusammen recherchiert. Was ist rausgekommen? Das größte Problem ist, dass es jede Menge Lücken in der Chronologie gibt.
Die Burg wurde im 13. Jahrhundert erwähnt. Aber bis zur Zeit Johann Conrad Dippels, Ende des 17. Jahrhunderts, finden sich kaum Aufzeichnungen. Und auch vieles von dem, was danach kommt, ist eher Volksglaube, als dass es irgendwie historisch belegt wäre. Okay, dann können wir gehen. Brian, pack alles zusammen. Vielen Dank, Leute. Wir sind echt gespannt, wie Walter auf die vielen Tonbandstimmen reagiert. Wir haben eine Menge aufgenommen, aber nichts davon ist Englisch. Vielleicht ist es ja Deutsch und Walter kann Licht ins Dunkel bringen. Hallo Walter. Schön, Sie wiederzusehen. Hi. Sie haben uns viele Geschichten über die Burg erzählt. Wir versuchen immer erst Erklärungen zu finden, die nicht paranormaler Natur sind. Wir verwenden bei unseren Ermittlungen viele unterschiedliche Geräte. EMF-Detektoren, Wärmebildkameras, Infrarotkameras, Handkameras. Wir wollen natürlich sicher gehen, dass wir, falls etwas vorfällt, viel dokumentieren können. Ein paar von uns hatten erstaunliche Erlebnisse. Donna und Shannon waren in der Kapelle und hatten versucht, Tonbandstimmen aufzunehmen. Donna saß in der ersten Reihe. Sie dachte, Shannon würde direkt hinter ihr sitzen, weil sie einen großen Schatten gesehen hatte, der aufstand. Sie fragte Shannon, warum sie aufsteht. Aber Shannon saß ganz woanders. Das kommt oft vor in der Kapelle. Andy und ich wollten noch mehr rausfinden. Wir haben einen dunklen Schatten gesehen, der am hinteren Fenster vorüberglitt. Aber dieses Fenster liegt ungefähr 10 Meter über dem Boden. Da kann niemand vorbeigegangen sein. Waren das vielleicht Bäume? Nein, es war kein Baum. Der Schatten hat sich auf das Fenster zubewegt. Wir fanden das interessant, weil es ja einen Geist auf dem Dach geben soll. Wir hatten noch mehr Phänomene. Barry, Donna und Josh sind nochmal in die Kapelle gegangen. Josh hat diesmal einen Schatten in Donnas Nähe wahrgenommen. Donna hat ihn aus dem Augenwinkel gesehen. Das berichten hier viele Leute. Donna und ich haben die ganze Zeit aufgenommen. Plötzlich hörten wir ein Geräusch. Das würde ich Ihnen gern vorspielen. Oh ja, da bin ich gespannt. Das kenne ich, das habe ich selbst schon gehört. Und das Irre ist, dass wir das auch auf Bild festgehalten haben. Donna und ich haben die ganze Zeit aufgenommen. Plötzlich hörten wir ein Geräusch. Das kenne ich, das habe ich selbst schon gehört. Und das Irre ist, dass wir das auch auf Bild festgehalten haben. Wie ist es, das auf Film zu sehen? Dieses Geräusch ist oft zu hören, meistens am Abend. Ich weiß nicht, woher es kommt. Es war die Türklinke, die sich bewegt hat. Ich war oben im Turm und hatte zwei Leute dabei. Und von oben konnte ich Josh und Brian sehen. Wir wussten also, dass niemand sonst zu dem Zeitpunkt da war. Die Klinke bewegt sich nicht von selbst. Der Wind kann es auch nicht gewesen sein. Ja, die geht schwer. Wir haben dann Audiorekorder zur Hilfe genommen. Es kommt vor, dass wir unerklärliche Stimmen auf Band haben, die im Moment der Aufnahme nicht zu hören waren. Das war hier auch der Fall, aber wir konnten sie nicht verstehen. Vielleicht können Sie uns helfen. Der erste Ausschlag da ist die Tür. Achten Sie bitte genau auf den Bereich, der danach kommt. Da spricht jemand. Können Sie es verstehen? Da ist eine Stimme, die auf Deutsch spricht. Können Sie es übersetzen? In Englisch, Abo ist hier. Wie lautet der deutsche Satz? Abo Gast ist hier. Arbo ist der Spitzname von Arbogast, dem ersten bekannten Ritter von Frankenstein. Wir haben Dokumente aus der Zeit. Er war ein starker, mächtiger Ritter. Wenn er sagt, Arbogast ist hier, müssen Sie sich vorstellen, dass er seinen Speer in den Boden rammt und sagt, hier bin ich und gehe nicht mehr weg. Davon hatten wir keine Ahnung. Was empfinden Sie, wenn Sie das hören? Ich bin echt erstaunt. Sind Sie sicher, dass das Deutsch ist? Ganz sicher. Ich bin jetzt noch ganz aufgeregt, dass ich das gehört habe. Die nächste Aufnahme stammt aus dem Turm. Shannon, Barry und ich waren oben. Auch hier haben wir Stimmen aufgenommen, die wir erst später bei der Wiedergabe gehört haben. Das war wieder Deutsch. Er sagt, kommt her.
Ist das als freundliche Aufforderung zu verstehen oder war das eher aggressiv? Eher freundlich, wie ein Boss, der seine Leute zu sich ruft. Nicht aggressiv. Aber bestimmt. Der Geist des Alchemisten, der ja sozusagen der Boss hier in der Gegend ist, wurde beim Turm oft gesehen. Sie sagen, Sie verstehen das wie eine Aufforderung, näher zu kommen. Wir haben das aufgenommen, als Barry anfing, dem Geist Fragen zu stellen. Es ist doch merkwürdig, dass zuerst diese Stimme da ist und Barry dann anfängt zu fragen. Nur die nackte Frau haben wir leider nicht gefunden. Die hätte mich interessiert. Ich weiß. Als Historiker verstehen Sie sicher gut, wie viel uns an guter Hintergrundarbeit liegt. Josh und Donna haben ein paar interessante Sachen rausgefunden. Walter, Sie kennen die Geschichte der Burg so gut wie kein anderer. Sie haben darüber geschrieben. Wir haben den Versuch gemacht, die erwiesenen Fakten von den Märchen und Mythen zu trennen. Diese Burg hat eine vielschichtige Vergangenheit. Neben vielen gesicherten Fakten gibt es eine Menge Geschichten, die einer genaueren Prüfung nicht standhalten oder nicht belegbar sind. Ja, man muss analytisch arbeiten, um zwischen Fakten und Fiktion zu unterscheiden. Auf Ihrer Tour fiel mir auf, dass Sie sowohl die gesicherten Fakten als auch die Legenden mit viel Engagement und Überzeugung vorgetragen haben. Haben Sie denn, bevor wir hierher kamen, geglaubt, dass es auf dieser Burg spukt? Das ist bei Ihnen manchmal schwer einzuschätzen. Ich war mir nicht sicher. Glauben Sie nach unserem Besuch eher daran? Ja, wir haben jetzt einen Ort, an dem sich Geister gern aufhalten. Nach dem, was wir erlebt und aufgenommen haben, sind wir überzeugt, dass es hier paranormale Aktivität gibt. Es sind gute Geister um uns herum. Walter, danke, dass wir herkommen durften. Ihre Führung über das Burggelände war super. Wir würden gerne noch mal wiederkommen. Ja, das hoffe ich. Ich würde Sie hier jederzeit wieder gern begrüßen. Vielen Dank. Wir danken Ihnen. Ich hatte schon immer den Verdacht, dass hier irgendetwas Merkwürdiges ist. Aber ich hätte nie erwartet, dass hier solche hörbaren und greifbaren Phänomene existieren, wie sie mir heute gezeigt wurden. Ich freue mich sehr, dass das Team hier auf der Burg ermittelt hat. Walters Reaktionen waren ja ziemlich krass. Dieses EVP zum Beispiel, wir haben es nicht verstanden, aber Walter, und jetzt wissen wir Bescheid. Ja, ich glaube, er war von all den Aufnahmen, die wir gemacht haben, wahnsinnig beeindruckt. Das Geräusch von der Türklinke hatte er schon mal gehört und wir haben es jetzt endlich aufgenommen. Und auch die Stimme von Ritter Arbogast. Er forscht jahrelang über dieses Thema und dann hört er die Stimme auf unseren Aufnahmen. Ich glaube, er war echt aus dem Häuschen. Das sehe ich auch so. Der war hin und weg, keine Frage. Und dass er seine Meinung über Geistererscheinungen geändert hat, war für mich wirklich bewegend. Auf jeden Fall. Die Arbeit, die ihr hier geleistet habt, lässt für ihn all die Mythen über die Burg in einem anderen Licht erscheinen und hat seine skeptische Haltung möglicherweise geändert. Und wenn er in Zukunft Geschichten über die Burg Frankenstein erzählt, dann kommen wir und unsere Erlebnisse bestimmt auch darin vor. Dass wir also vielleicht Teil der Legende von Frankenstein werden, finde ich unglaublich spannend. Destination Truth und Ghost Hunters International haben viel gemeinsam. Wir gehen beide eher kritisch an die Dinge ran. Josh, ich freue mich wirklich, dass du dabei warst. Ich kann das nur zurückgeben. Ich fand das fantastisch und würde es gern wieder machen. Unsere Teams arbeiten überall auf der Welt und vielleicht kreuzen sich unsere Pfade wieder. Auf jeden Fall. Das wäre cool. Gute Arbeit, Jungs. Auf zum nächsten Fall. On to the next.